Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem weiteren CSGO Overwatch, mal wieder mit Skinnerizy. Wir haben jetzt mal wieder einen am Start, der mindestens ein Knife in der Hand hat, aber er hat noch ein bisschen mehr, so diverse andere Skins noch in seinem Inventory, die er uns auch gleich noch zeigen wird. Und ich kam wieder in diese Grübelei, dass ich mich frage, wie ist es für denjenigen dann in Ordnung, oder kann es in Ordnung gehen, reinzudaddeln, möglicherweise auch zu cheaten? Also ich habe jetzt hier noch nicht großartig reingeschaut, das werden wir jetzt noch feststellen. Er ist sehr agil unterwegs, holy shit. Wie ist das zu vereinbaren mit dem eigenen Gewissen, dass man einfach reinkeckelt, reincheatet und trotzdem die Skins am Start hat? Das wurde auch schon ein paar Mal im Chat selbst gefragt, also nicht im Chat, in den Kommentaren unter solchen Videos, wo dann eben Leute auch mit großen Inventories oder mit teuren Inventories gebannt wurden. Und es hieß, warum? Und da haben sich dann mitunter auch eben schon Cheater zu Wort gemeldet und gesagt, na gut, also es ist einfach dieser Nervenkitzel, der einen daran begeistert oder, also ja, der die Begeisterung, um das überhaupt zu versuchen und zu riskieren, startet und am Leben erhält dann natürlich auch. Das ist natürlich für viele nicht nachzuvollziehen, also nicht gut nachzuvollziehen, vor allem, weil es ja halt auch um Geld geht und die meisten sind, gerade was halt Geld angeht, eher sicher, also es geht mir genauso. Ich würde sowieso niemals cheaten, aber wenn ich cheaten würde, würde ich nie im Leben auf einem Account cheaten, auf dem Skins rumliegen, also geschweige denn auf meinem Main-Account oder sowas. Weil ich eben jemand bin, der, ja, der sein Geld halt gerne behält, beziehungsweise für wichtige oder richtige Dinge ausgibt und nicht für so einen Schotter. Aber wie gesagt, es gab schon Leute, die sich in den Kommentaren geoutet haben, gesagt haben, ich cheate und ich cheate auch mit Skins und es ist für mich aber was ganz anderes, was Besonderes, als wenn ich halt einfach nur, okay, als, ich wollte gerade sagen, will ja nicht weglaufen, als wenn ich halt einfach nur so rein cheate auf einem Kack-Account, weil da ist es ja egal. Und mir ist dann letztens, also am Freitag im Livestream, ein ganz guter Vergleich dazu eingefallen oder aufgefallen vielmehr. Weil ihr immer wieder fragt, wann wir mal wieder ein internes Spiel machen. Also direkt auch im Bezug auf eSportals und Stargather. Und ich habe ja am Freitag schon gesagt, können wir gerne wieder machen. Ich bin halt nur nicht der Riesenfan von solchen internen Spielen, weil ich da keinen richtigen Anreiz sehe. Mir fehlt einfach das Feuer dabei, weil ich eben einfach nicht so gern oder generell nicht, ich kann einfach nicht gegen euch, also gegen meine Mates, gegen meine Community so richtig spielen. Ne, da kommen wir trollen ja viel rum. Und das ist auch gerade gut so, weil ich könnte niemals ernsthaft im Internen reinschisseln, weil wir einfach intern spielen und das keine richtigen Gegner sind. Damit meine ich jetzt nicht den Skill oder irgendwas, sondern einfach nur, ich spiele hier gegen, das ist so wie wenn ich gegen meine Mutter oder gegen meine Geschwister oder gegen Kumpels halt spielen würde. Ne? Also, und deswegen baut sich bei mir da gar kein Biss auf, überhaupt gewinnen zu wollen. Übrigens, also wir behalten ihn alle im Auge. Es ist ein kleiner Rattenkopf. Übrigens, bezüglich des letzten Overwatches noch ganz kurz. Ich habe dem letzten nichts gedrückt, war mir aber oder bin mir zu 95% sicher, dass er Vision Assist anhatte. Nur waren für mich halt dann doch zu viele Stellen, die mir Unsicherheit gegeben haben. Und man muss ja dann mindestens, also man muss 99%, 100% sicher sein, 99. Man muss zu 100% sicher sein, dass da was im Busch ist, sonst soll oder darf man eben die Sachen nicht drücken. Und ich war mir leider nicht zu 100% sicher, aber ich denke schon, dass da was am Start war. Und den werden wir wahrscheinlich auch wieder haben und dann hauen wir halt ganz weg. So, aber zurück zum Thema. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das jetzt schon gut genug rüberkam, aber mir fehlte einfach dieser Biss, weil wir ja eh nur rumdödeln. Deswegen sind diese Spiele für mich ein netter Zeitvertreib, aber es ist halt nicht vergleichbar mit einem richtigen Spiel, wie einem Matchmaking, einem Face-It-Game oder eSportle, wo wir halt um was spielen, also wirklich um den Sieg. Das fehlt mir beim Internen, weil mir das da egal ist oder sogar eher noch recht ist, dass wir auf Draw spielen, damit ich auch keinen Gemaule abkriege. Ich meine, das darf man auch nicht vergessen, da ich halt unserer Community, das Familienoberhaupt bin, der alte Sack sozusagen, kriege ich ja dann auch immer die Nachrichten ab von wegen, der eine hat so reingeschwitzt und der andere hat die ganze Zeit AK gespielt und ich habe nur MP gespielt. Ich habe eindeutig getrollt und der andere hat viel zu ernst und bla bla bla, dieser ganze Kack. Das kommt dann noch erschwerend hinzu, dass es für mich halt die internen Spiele madig machen kann oder könnte. Naja, so kurzum, ich denke, das ist ein ganz guter Vergleich. Also für mich sind diese internen Spiele, da fehlt einfach dieser Biss, dieses Feuer. Ich könnte die zum Beispiel nicht immer spielen. Die machen Spaß und die machen vor allem mal Spaß, wenn wir sie... Was macht er denn jetzt hier? Hallo? Das ist auch richtig hier Dingenskirchens, Disruptive Behavior. Also auch der letzte Punkt, wie heißt Grief? Einfach nur rumgammeln und nichts machen. Drecksack. Es fehlt, wie gesagt, dieses gewisse Etwas, was die Spiele dann auch interessant macht und dass man da auch immer wieder weiter reindaddeln möchte.
Und ich denke, so ist es bei den Cheatern mit ihren Skins dann eben auch. Ne? Jeder kann oder jeder könnte einfach so mit einem Free-Account reincheaten. CSGO ist kostenlos. Kannst einfach reindaddeln. Scheißegal, ob du gebannt bist oder nicht. Da musst du dir noch nicht mal gute Cheats aussuchen. Du kannst einfach reinkacken. Aber wenn du dann halt Skins am Start hast und es wirklich um was geht, ich meine, dann kann ich schon nachvollziehen, dass das, dass das wichtig für einen ist, ne? Ohne AWP Neon Noir, guckst du dir an. Ja, dass der Punkt halt, ja, wichtig ist. Und man ohne Skins vielleicht gar nicht mehr reinschieten möchte, weil es zu langweilig ist. Weil es ja um nichts geht. Ja, so sind zumindest meine Gedanken gewesen. Ich denke, es ist nicht arg abwegig. Ich denke, dass auch jeder von uns so etwas Vergleichbares natürlich im Leben hat und mit irgendwas gambelt, sag ich mal. Ne? Also in dem Fall gambelt er halt mit seinem Geld, was es für ihn halt interessant macht. Ich gambel dann in meinem Beispiel mit meinem Rank oder mit meinem XP, Faceit-Punkten und so weiter, mit der Elo halt. Gibt auch andere Leute, die gambeln dann halt mit ihrem Leben, indem sie einen Extremsport betreiben und so weiter und so fort. Und da kommt natürlich jetzt die Frage an euch, wie sieht das bei euch oder vielmehr bei dir aus? Du hast doch sicherlich auch so ein Gamble. Was ist dieser Gamble? Ich hoffe nichts mit deinem Leben, Obacht, oder mit deiner Gesundheit. Ich meine, es gibt viele von euch, das weiß ich, die gamblen in CSGO rein. Also tatsächlich richtig schön casinomäßig. Jeden Monat also 100 Euro rausballern und niemals was gewinnen. Kennt man ja. Wie sieht es bei dir aus? Hast du so ein Laster bzw. so ein Gamble auch? Oder bist du komplett free? Und sagst dir, also ich brauch sowas nicht. Er hat jetzt hier, wie gesagt, diese Neon Noir und ein fettes Knife am Start. Also, gut, was heißt fettes Knife? Es ist jetzt kein Riesenhaufen Geld, den er jetzt ja auch verlieren würde. Oh. Okay. Den er verlieren würde, falls es in die Hose geht und er dann doch halt gebannt wird, was möglicherweise halt dann irgendwann passiert. Aber ja, gerade, also für jemanden wie mich ist es halt immer bitter. Für jeden ist es bitter, Geld zu verlieren, logisch. Und dann ist es auch nochmal, guck mal, was wird das Ding wert sein? Um die 60, 70, 80, 90, 100 Euro, die AWP Neon Noir. Je nachdem, in was für einer Where die vorliegt. Was machst du da jetzt, du Dödel? Na, okay, gut, da ist es schon zu Ende. Also, es ist, wie gesagt, eine gewisse Wertigkeit sicherlich dabei gewesen, die vielleicht den einen oder anderen halt nicht juckt. Mich würde da schon jeder einzelne Euron jucken. Naja. Wir machen jetzt hier die Bewertung, wir machen es genauso wie letztes Mal. Ich drücke ihm jetzt hier, was ich denke, und ihr schreibt in die Kommentare, was ihr ihm gedrückt hättet. Und leider! Ich bedanke mich ja wie immer bei euch fürs Zusehen, für die Kommentare und für die Likes. Falls ihr das jetzt hier an dem Streamtag schaut, also Dienstag, Donnerstag oder Freitag, dann könnt ihr jetzt noch in den Stream kommen. Dienstag, Donnerstag ab 18 Uhr, Freitag ab 20 Uhr wird ordentlich reingeballert mit Viewergames, Skin-Giveaways und so weiter und so fort. Wie gesagt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf